Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Heute frage ich mich, ob die Verfahrensbeistände und Rechtsanwältin Kerstin Hillmann überhaupt fähig ist, die Realität wahrzunehmen und ob da vielleicht paranoide Wahnvorstellungen vorliegen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Psychoanalytiker. Ich mache hier keine fachlichen Aussagen, sondern das ist so ein Eindruck, der sich da aufdrängt. Und zwar hat die Verfahrensbeistandin Kerstin Hillmann, die ist im Fall Mark Abheiden vom Gericht bestellt worden als Verfahrensbeistandin, das heißt als sozusagen Rechtsanwältin des Kindes. Und die Frau Hillmann hat an die Polizei in Hamburg ein Schreiben geschickt, in dem sie, würde man sagen, andeutet, dass der Vater Mark Abheiden eine Gefahr für Leib und Seele der Frau Kerstin Hillmann sein könnte. Und als Begründung bringt sie zwei Sachen. Das eine ist ein Anruf des Herrn Mark Abheiden, des Vaters, bei ihr in der Kanzlei, wo sie aber nicht dran war, sondern die Sekretärin, soweit ich mich erinnere. Und ich glaube, in diesem Schreiben der Frau Hillmann an die Polizei steht da eine wörtliche Rede drin. Also könnte es sein, dass das Ganze aufgenommen wurde, ohne Zustimmung des Vaters Mark Abheiden, was vielleicht auch eine Straftat wäre in der Kanzlei der Frau Kerstin Hillmann. Aber ich bin ja auch kein Staatsanwalt, ja, oder Strafrichter, da kenne ich mich auch nicht so aus. Und das ist mal das eine. Und das, was der Vater da gesagt haben soll, der Mark Abheiden, das ist keine Drohung. Ja, es ist im Grunde eine emotionale Kritik an der Arbeit als Verfahrensbeistandin der Rechtsanwältin Kerstin Hillmann. Sinngemäß sagt der Vater sowas wie, dass ihr damit, mit dem, was sie tut, dem Kind des Mark Abheiden schadet und dass sie sich darauf einstellen muss, dass er dagegen sie vorgehen wird, ja, so in der Art. Das ist emotional, ja, aber das ist keine Drohung. Ich würde es eher als Ankündigung, ja, weiterer Kritik oder als Warnung verstehen, ja. Und wenn jemand findet, dass eine Verfahrensbeistandin schlechte Arbeit macht und sie davor warnt, dass es Konsequenzen haben wird, dann ist es keine Gefahr für Leib und Leben, sondern es ist einfach Kritik. Ja? Und für mich sieht es so aus, als hätte die Frau Kerstin Hillmann, wenn jemand Kritik an ihrer Arbeit übt, sofort das Gefühl, es würde ihr jemand nach dem Leben trachten. Also da kriegt man doch den Eindruck, dass die Frau Hillmann überhaupt nicht kritikfähig ist. Und das Zweite, was da drin steht in dem Schreiben der Frau Hillmann an die Polizei, ist, dass sie Videos im Freifarm-Kanal und Berichte auf freifarm.de verlinkt und das als Beweis bringt, ja, dass der Vater Mark Abheiden da öffentlich gegen sie vorgeht. Aber das Problem ist, das ist nicht der Vater Mark Abheiden. Ja? Also diese Videos und habe ich gemacht und die, also da bin ich auch im Video ja zu sehen, so wie hier. Und die Artikel habe auch ich geschrieben. Also es hat gar nichts mit dem Vater Mark Abheiden zu tun. Und Korrektur, die Artikel hat der Klaus Fiegel auf freifarm.de geschrieben. Das Abstruse ist ja auch, die Frau Hillmann weigert sich, den Vater zu treffen, ja, eben mit der Begründung, sie müsste Angst vor ihm haben. Wenn sie ihn mal getroffen hätte, wüsste sie ja, wie der aussieht. Ja, das sieht nicht aus wie ich. Also Frau Hillmann, falls Sie zuschauen, ich bin nicht der Mark Abheiden. Ja? Ich heiße Sandro Grokanz. Ich habe diese Videos gemacht und ich habe die Artikel geschrieben. Also das ist ja nochmal ein Hinweis darauf, dass die Frau Kerstin Hillmann irgendwie ein Wahrnehmungsproblem hat, dass die ihr möglicherweise bei Kritik an ihr
sofort in ein emotional irrationales Stadium verfällt, wo es ihr unmöglich ist, die Wahrheit mitzukriegen oder die Realität wahrzunehmen, da ist vielleicht eine Wahrnehmungsstörung bei der vorhanden. Und es ist ja gefährlich, ja, sie ist ja dann gefährlich, nicht der Vater mag arbeiten, weil als Verfahrensbeiständin soll man ja der Anwalt des Kindes sein und das Thema Kind ist immer eine emotionale Sache, ja. Also wenn die Frau Hillmann schon bei der Kritik, emotionalen Kritik, ja, ist ja zulässig des Vaters, Moment, ja, genau, also Thema Kind ist ja emotional, wenn man da nicht fähig ist, rational zu bleiben, sondern in so tief in Emotionen rein verfällt, dass man schon irrational wird und vielleicht eine Wahrnehmungsstörung hat. Ja, muss ja nicht im Sinne einer Persönlichkeitsstörung sein, kann ja auch sozusagen monothematisch sein. Ja, immer wenn es um Kinder geht, dann wird die Frau Kerstin Hillmann vielleicht irrational, aber dann wäre sie als Verfahrensbeiständin nicht geeignet. Und das, was sie da die Polizei geschrieben hat über den Vater Margaret Heiden, ist so abstrus. Ja, also dass die behauptet, diese Videos würden von dem Margaret Heiden gemacht und die Berichte, aber bin ich das? Das ist so weit weg von der Realität, dass er dieser Gefährdungsmeldung der Frau Kerstin Hillmann gegen den Vater Margaret Heiden völlig die Grundlage entzogen ist. Und da muss man sich dann schon fragen, ja, bei so einem realitätsfernen Schreiben und dieser Irrationalität, ja, dass da angeblich eine Gefahr von dem Vater ausgeht, dass sie einfach nur emotional kritisiert wegen ihrer schlechten Arbeit als Verfahrensbeiständin, die der Vater wohl findet. Und sie warnt, ja, dass es Konsequenzen hat. Was sollen die Konsequenz sein? Ja, der Vater hat in diesem Telefonat, wenn es denn so ist, wie es die Sekretärin aufgezeichnet hat, wie auch immer, ja, dann ist da keine Drohung ersichtlich für Leib und Leben der Frau Kerstin Hillmann. Also deshalb meine Einschätzung vom Anfang, dass da die Möglichkeit ist, dass die Frau Kerstin Hillmann, zumindest was hier ihr Vorgehen gegen den Vater Margaret Heiden angeht, vielleicht bei der Frau Hillmann eine paranoide Wahnvorstellung vorliegt, dass sie so emotional ist, dass sie sich verfolgt fühlt, wenn sie jemand kritisiert und dann noch in dem Wahn drin steckt, der will ihr nach Leib und Leben trachten. Dabei habe ich ja die Videos gemacht, ja, also in denen ich die Frau Kerstin Hillmann kritisiere. Also ist dieses Video, in dem ich sie jetzt kritisiere, für diese Gefährdungsmeldung an die Polizei, das ist auch eine Drohung, Frau Hillmann, falls Sie zuschauen. Trachte ich jetzt nach ihrem Leib und ihrem Leben, ja? Ich kenne sie nicht. Sie sind irgendwo in Hamburg. Ich bin ein paar hundert Kilometer weiter weg. Glauben Sie mir, für jemand wie Sie ist mir jedes bisschen Geld, das ich verschwende, um da hochzufahren, ist es mir wirklich zu schade. Und Menschen wie Sie, da würde ich nie die Hand erheben dagegen, weil der Kraftaufwand ist doch völlig vergeudet. Es lohnt sich gar nicht. Also, von mir müssen Sie keine Angst haben. Außer, dass halt weiter Videos kommen, in denen Sie kritisiert werden. Okay, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.